Geliebte Seele, schön, dass du da bist. Willkommen zu dem heutigen Podcast. In dem heutigen Podcast möchte ich mit dir über deinen Seelenpartner sprechen, warum du ihn gerade jetzt begegnet hast. Warum schon nicht früher? Warum schon nicht vor langer Zeit. Viele Jahrhunderte, Jahrtausende wart ihr schon zusammen oder kennen sich eure Seelen bereits. Diese Verbindung eurer Seelen ist schon vor lange, lange Zeit entstanden und jetzt kann es die Vereinigung vollbracht sein, denn du befindest dich in deinem Bewusstsein auf einer Stufe, wo deine Seele eine gewisse Reife benötigt, damit du in der Lage sein kannst, diese Liebe bedingungslos zu fühlen, ihn zu lieben, ohne Ego, ohne jegliche Angst, Angst verletzt zu werden oder nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein. Wir sind hier, denn unsere Seelen sind jetzt dafür reif. Die sind dafür reif, sich zu entwickeln. Und die Aufgaben zu lösen und in ihre Meisterschaft zu sein. Denn eine seelische Entwicklung bringt dich in deine eigene Meisterschaft. Diese Liebe, die du so tief fühlst, wird dich transformieren. Diese große Liebe, diese Sehnsucht wird dich nach vorne treiben und dich spirituell entwickeln zu lassen, auf deinen seelischen Wachstumsweg voranzuschreiten, dich nicht zurückzuhalten, einfach zu wachsen und einfach in deine wahrhaftigen Sein zu strahlen und authentisch deine Seelenaufgabe zu leben und den seelischen Wachstumsweg auf deinen Seelenweg zu folgen, den Seelenweg auf deinem seelischen Pfad. Wenn diese Verbindung, diesen gemeinsamen Schmerz ganz intensiv erlebt, wirst du in der Lage sein, in eine höhere Frequenz zu steigen. Du bekommst jetzt in dieser Inkarnation dafür die Gelegenheit. Öffne dein Bewusstsein. Öffne deine Seele, dein Herz und dein Verstand. Das Ziel ist die Liebe
zu deinem Seelenpartner. Das Ziel ist die Liebe auf diesen schwierigen und steinigen Weg in eine gemeinsame Partnerschaft. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen. Ich unterstütze dich als Coach, spirituelle Lehrerin und Hypnosemaster rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, Seelenpartnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, schau einfach unter dem Video. In der Infobox findest du den Kontakt zu mir. Für den kostenlosen Erstgespräch stehe ich dir auch gerne zur Verfügung. Und ich freue mich auf dich. Ein Teil deines Weges mit dir gemeinsam.